Das Kurt-Hirschfeld-Forum kann demnächst einen großen Gast begrüßen. Wilhelm Tell, eines der erfolgreichsten Werke von Friedrich Schiller, wird am 25. Oktober um 20 Uhr im Kurt-Hirschfeld-Forum aufgeführt. Karten dafür gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen. Ein völlig anderes Theatererlebnis wird Ihnen am 23.10. um 20 Uhr im Kurt-Hirschfeld-Forum geboten. Franz Wittenbrink, bekannt durch Stücke wie die Komödien Harmonists oder Miles and More, hat sich mit der Welt der Sekretärin auseinandergesetzt. Lassen Sie sich von ihm mit viel Musik in die Träume der Sekretärin entführen. Wer noch nicht genug Theater hat, der kann noch an zwei weiteren Terminen Kultur im Forum genießen. Am 13. November führt das Euro-Studio Landgraf das Schauspiel Josef und Maria von Peter Turini auf. Man darf gespannt sein, was sich hinter diesem Titel verbirgt. Mit Sicherheit kein vorweihnachtliches Krippenspiel. Und Männer wie Loriot, Tucholsky und Wilhelm Busch haben sich mit dem unergründlichen Thema Frau auseinandergesetzt. Evelyn Hamann wird am 27. November um 20 Uhr berichten, zu welchen Schlüssen sie gekommen sind. Wegen der großen Nachfrage wird die Ausstellung Chinesische Kalligraphie in der Stadtbibliothek verlängert. Noch bis zum 26. Oktober sind die Werke während der regulären Öffnungszeiten zu sehen. Das andere Kino veranstaltet zusammen mit der Volkshochschule Ostkreis Hannover eine Sprachenwoche mit dem Titel Europa mit Untertiteln. Diese Filmwoche läuft anlässlich des Europäischen Sprachenjahres 2001. Gezeigt werden 7 verschiedene europäische Filme in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln. Diese Sprachenwoche läuft täglich um 20 Uhr vom 18. bis 24. Oktober im anderen Kino. Eintritt 5 Mark. Überschwelgende Farben, üppige Formen und viele schräge Ideen verspricht das erste Lehrter Kunstforum seinen Besuchern. Der freischaffende Künstler Rainer Gorisch, der aus der norddeutschen Kunstszene nicht mehr wegzudenken ist, ist in seine Heimatstadt Lehrte zurückgekehrt. Und er hat gleich über 40 Künstler, Designer und Kunsthandwerker aus ganz Deutschland mitgebracht, die am Wochenende Ausstellungsstücke verschiedenster Kunstrichtungen, von Acrylbildern über Tiffany-Arbeiten bis zu Unikatmode präsentieren werden. Kunstbegeisterte Lehrter sind am 20. Oktober von 11 bis 19 Uhr und am 21. Oktober von 10 bis 18 Uhr ins Kurt-Hirschfeld-Forum eingeladen. Dem Volk aufs Maul geschaut, hat Irmtraut Hohmann mit ihrer Radierung mit dem vielsagenden Titel Sprüche. Diese ist im Oktober als Bild des Monats in der Lehrter Artothek ausgestellt. Interessierte können sich während der Öffnungszeiten der Bibliothek ein Bild machen.